Schwarzer Bildschirm, Mike. Kein Regen, ich bete. Ey, wenn jetzt kein Regen kommt, das ist aber auch irgendwie unrealistisch. Unrealistisch. In England scheint nie die Sonne, immer Regen. Ja. Ist ja auch so. Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Rennen in unserer Online-Karriere mit dem Micha und dem Mike. Es ist so ein unrealistisches Spiel. Wir haben keine Regeln. So yes. Ein unrealistisches Spiel. Ey. 100 Rennen hatten wir jetzt hintereinander mit Regen. Und, jetzt und in England nicht. Also das ist so komisch. Aber ich freue mich. Hallo Leute, ich bin auch da. Ja, Mercedes T-Shirt England jetzt nicht mehr. Und fahr direkt raus. Ich habe kein Mercedes T-Shirt, sondern den F1 Merch. Könnt ihr euch gerne kaufen, das ist klasse. Ja, ich habe überhaupt keinen Bock. Also England, ich habe England noch nie gemocht, noch nie gekonnt. Bin diese Saison aber extrem gut. Das heißt, eventuell könnte ich es jetzt dieses Mal schaffen. Muss man mal schauen, keine Ahnung. Aber im Prinzip habe ich trotzdem keinen Bock. Also von daher, ich fahre auch jetzt noch nicht raus, das sehe ich gar nicht an. Also theoretisch habe ich genug Zeit. Paar Runden zu fahren. Wir haben jetzt noch 11 Minuten ungefähr. Jetzt fahre ich erstmal meine erste Runde und dann hoffe ich natürlich, dass sie wieder gut ist und ich Pause machen kann. Aber versprechen kann also ich aber auf jeden nicht. Fall auch, ja, also die erste Runde war natürlich auch nicht wirklich gut, deswegen habe ich auch nicht viel Vorsprung. Deswegen, da muss ich auch noch was machen. Warte jetzt erstmal auf Mikes Runde und dann fahre ich auch nochmal raus, weil jetzt gerade ist relativ viel Verkehr. Ja, ich starte gerade meine Runde. Das ist jetzt erst eine Runde, okay, dann fahre ich schon raus. Ja, ich bin schon in der Mitte quasi, aber. Weil wir gerade relativ viele reinfahren. Die Frage ich muss ist. Warten, bis ich rausgeholt ach, werde, weil erstmal in Alpha Tauri reingeholt wird. Toll! Toll! Bin noch wichtiger! Ja, bist nicht zweiter Fahrer? Ja. Ja. Auf die Erstes habe ich jetzt richtig Bock. Okay, hier kann man gut durchbrettern, muss ich mir merken. Ich habe da ein bisschen vom Gas gelassen. Wieso gibt es nicht Punkte schon fürs Qualifying? Das wäre gut. Ja, oder? Ja, eine Kurve gibt es, die ich mir ein bisschen angewöhnen muss, schneller zu durchfahren. Ansonsten, oh Gott, da muss ich auch schneller durchfahren. Viel zu früh eingelenkt. Aber theoretisch ist es ja, nicht schlecht. Naja, schon, aber es ist jetzt nicht schlecht. Naja, schon. Es ist, es ist nicht schlecht, aber ich weiß auf jeden Fall, wo ich noch besser fahren kann. Also ich fahre auf jeden Fall nochmal. Einfach um die Strecke auch ein bisschen nochmal zu sehen, zu kennenzulernen. Die paar Punkte, wo ich gesagt habe, da muss ich noch schneller durchfahren. So, wir kommen ins Ziel mit einer P3. Genial, wir konnten uns doch nochmal verstärken. Ich bin ganz, ganz knapp hinter Mike. Ein Zehntel, glaube ich. Was hast du gefahren? Wird mir gerade nicht angezeigt, aber... Ah, doch, jetzt 1,29, 2,28. Boah, dann seid ihr eine Sekunde schneller als ich. Ein Zehntel, oder? Weißt du, was ich gefahren habe? Was denn? 1,29, 2, 2, 5. Echt? Ja. Lol. Was? 3000stel, oder? Ist das denn? Ja, 3000stel. Nur diese eine Kurve in Sektor 2, wirklich. 3000stel. Ja, da sieht man. Ja, was ist denn das? Ihr seid eine Sekunde schneller als ich. Ja, ich möchte nochmal sagen: Alpha Tauri gegen Mercedes. Ja, ich fahre ja jetzt nochmal. Und Lenkassistent. Ich fahre ja jetzt nochmal. Bin gleich eh wieder eine Sekunde schneller. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es trotzdem nochmal. Micha, fährst du gerade schnell? Nee, ne? Nee, nee. Also, fährst du nur in die wenn Box? Ich langsam fahre, fahre ich schneller als ihr. Fährst du in die Box? Ja. Okay, ja. Deswegen bleibe ich ja hinter dir. Bist du das überhaupt? Ja. Ja, ja. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und tschüss. Und ciao. Wir sehen uns. Ich glaube, ich werde nachher so in der Boxeneinfahrt meinen Flügel abbauen. Das kann passieren. Wahrscheinlich komme ich einmal auf den grünen Streifen und dann BABAM! BABAM! So, ich bin meine zwei schnellen Runden gefahren. 1,30. Ach du Scheiße. Boah, ich bin jetzt schon zwei Zehntel schneller.
Ich fahre ihn jetzt zum Glück weg. Alter, wie schlecht ich diese eine Kurve hier mal nehme. Ich muss halt jetzt die Runde gut fahren. Ach, du musst die Runde gut fahren. Aber ich glaube nicht, dass mein Benzin reicht. Das ist das Problem. Ich meine, ich habe sau wenig. Das heißt, ich kann noch schneller sein, weil ich leicht bin. Aber die Reifen sind auch nicht mehr so geil. Ja, Mike ist sowieso gleich eine Sekunde schneller. Boah, ich würde so gern mal von der Pole starten, meinem Alpha Tauri. Vielleicht wäre ich dann mal nicht weggerammt, sondern Mike oder so. Das wäre so. Sondern Mike! Nein, bitte nicht, hallo. Boah, warte, ich halte dich gleich einfach auf. Fick dich! Blöder Pisser! Lol, wie viel da hinter mir ist, Alter. Ich hatte ja noch richtig Glück. Das war sauknapp. Ich habe übrigens keine Dealerzeit. Mit deinem sauknapp, es waren einfach mehrere Sekunden. Ja, ich bin viel schneller als vorhin, aber ich habe keine lila Zeit, danke dafür. Also wenn mein Benzin reicht, kann es schon eine gute Runde werden, muss man schon sagen. Ich hoffe, du verkackst Sektor 2. Boah, wie schön ihr die Kurven da fahren könnt, die S-Kurven. War ja gerade mit kein Gas. Ich guck ja auch Mike zu. Ja, der fährt auch hoffentlich mit keinem Gas. Ich fahr irre dadurch. Bitte, ich bremse dich jetzt aus. Verpiss dich einfach. Ich bin ja viel schneller, da hast du ja, da kannst du dich sogar ausbremsen. Und ich bin immer noch auf P1. Ich kann dich sogar. Ich fahr ja eine 1,28. Ja. Ja. Digga, du bist so ein Penner. Yes! Oh, und ich habe keinen Benzin mehr und ich muss jetzt eine ganze Runde noch fahren. Ja, Mike, ich hab Bock zu starten. Ja, Mann, ich kann nicht starten. Ja, nicht, kein Bock. Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Ey, wenn du mich jetzt wieder überholst, ne? Also du darfst mich nicht überholen. Du darfst das nicht. Das darfst du nicht. Wie so ein kleines Kind. Das darfst du nicht. Lapp das. Ja. Micha, bitte fahr nicht in mein Auto rein. Ich muss ja, da war noch 20 Meter Platz. Ja, ich warne dich nur, weil... Ich ramm dich sonst wieder weg. Ich ramm dich sonst einfach wieder weg. Das ist mir scheißegal. Das mache ich einfach mit Absicht. Der Kern meiner Innenreifen sind kalt gefahren. Da immer in die Box. Oh Gott. Ja, jetzt rechts. Oh, Alter. Das war anders. Wir haben erstmal Gras an den Reifen gefahren. Beste Idee, die ich hier hatte. So, mein Kern ist warm. Alter. Bist du hier dadurch so schnell, weil du immer so stark abbremst? Nee, hier, weil ich so, guck mal, wie ich hier durchfahre einfach. Ja, mit Lenkassistent. Okay, ja, geht gerade nicht. Ich hab wenig. Ich hab zu viel Benzin, das ist das Problem, ja. Ich hoffe, du wirst mal weggerammt, wirklich. Nur, dass du auch mal so rumheulst wie ich. Ja, okay, das würde ich auch machen wahrscheinlich. Aber naja, machst du nichts. Ah ja, Mike bleibt wieder stehen. Soll ich mal kurz? Er muss eben sein Auto einstellen. Dafür parkt er jetzt. Ja. Ach ja, ich hab so Spaß. Wir starten wieder auf 1, 2, 3, das wird so gut gehen. In Silverstone geht der Start nie gut. Natürlich nicht. Ja doch, ihr fahrt mir so schnell weg. Nee, die stechen da wieder rein. Die stechen da wieder rein. Das ist in Silverstone immer so gewesen. Hallo, die stehen hinter mir. Schon in den früheren Teilen. Ja. Und dieses Teil ist noch schlimmer. Dieses Teil ist noch schlimmer. Und in den früheren warst du auch so, weißt du, das geht. Ja. Ja, die rammen also sich. Also Jan, viel gleich. Spaß. Stehen und ich fahre so hin. Jan, viel Spaß, Mike, fick dich. Ich hab auch immer ganz viel Spaß. Viel Glück. Ja, viel Glück und starte bitte. Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Danke, Micha, für den Tipp. Bitte? Hasse alle Menschen auf der Welt. Ich habe Micha vorgelassen. Danke. Ich wollte keine Kollision, weil wirklich... Ja, ist auch gut so. Als ob jetzt alles gut gegangen ist.
Naja, ich hab Platz verloren. Naja, das ist ja egal. Solange kein Crash ist, ist es nicht so schlimm, finde ich. Na, ich bin im Qualifying auch deutlich besser zum Rennen. Er hat mich weggerammt. Leute, schaut euch das an. Oh, ich musste bremsen, sonst wäre mein Auto ausgebrochen und er schubst mich einfach bam weg. So, ich bin raus, ich stehe mitten auf der Strecke, eigentlich müsste ein Safety Car kommen. Auf jeden Fall, habt noch einen schönen Tag, kommt rein, schaut bei den anderen vorbei, die fahren glaube ich die Strecke ein bisschen länger. Bis dann, ciao, ciao. 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 Also wenn du Ideallinie fährst, fährst du nicht in mich herein. Okay, alles klar. Das ist nur gelbe Flagge, gibt kein Safety Car. Na, jetzt kommt Safety Car. Hä, wie dumm? Und mein ganzer Abstand schon wieder! Ich hasse Safety Car! Oh Mann! Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Das war natürlich neu versuchen. Mach jetzt mal was. Oh, was mache ich denn jetzt in der Zeit? Fuck! Michael, guck mal, was ich gerade mache. Was machst du denn? Ich sehe es nicht. Was denn? Wo ah, Mike macht es auch! Fertig. Ah, in die Box gehen. Der Penner! Ich hatte gehofft, du bist schon an der Box vorbei! Jawoll! Und er freut sich. Du bist sogar auf weiß, ich bin auf gelb. Natürlich bin ich auf weiß, ich werde durchfahren. Ja, ich auch. Unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps sind geplant. Als ob du mal auf weiß gehst jetzt. Doch, mein ja, da wenn ich durchfahren kann, natürlich kannst du mit gelb nicht durchfahren. Natürlich kannst du mit gelb durchfahren. 23 Runden. Ja, aber 100 pro. 20 ja nur noch. Also sowas von 100 pro. Ja, Mike hat ja den Sheet an, dass der immer neue Gummi draufklebt. Ja. Er hat so ein Auto, was Reifen wiederherstellt, nicht kaputt fährt. Ja. Ihr dachte, dass genau er jetzt ultra die geile Taktik hat. Ja, ich kann ja nicht wissen, dass. Also, ich weiß ja, dass du schießt. Botas ist raus und Norris ist raus. Ja, okay, hat aber verdient, weil der hat dich ja weggerannt. Aber ich bin jetzt erstmal natürlich auf Platz 14, aber das sollte sich natürlich wieder. Aber Jan, trotzdem, trotzdem nice, dass wir es beide so gemacht haben. Also, ohne jetzt uns zu beefen oder so, also, es war gut, dass wir es beide gemacht haben. Ich bin 9. Ich hätte gewünscht, nur ich hätte es gemacht, aber. Ja, aber wie wenn's gesagt, wenn ja. Wenn ein Fehler war, dann weiß ich immerhin, dass wir beide das gemacht haben. Also, ja, nee, aber ja. Ich finde es absolut gut, dass wir es beide gemacht haben. Weil wir haben beide einen Vorteil dadurch jetzt. Hol einfach mal. Oh, überholen hat funktioniert. Ach, du bist doch so ein Arschloch. Und dann sagt er zu mir irgendwas, dass ich hacke. So, ich probier aus, ne? Ja, ja, mach. Falls es bei euch jetzt abkackt. Ey, Jan, ohne Spaß, ne? Alter, was machst du? Jan, du nervst mich. Warum? Weißt du, zu mir heult er immer rum. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 waren. Ich hab das kurz ausprobiert. Halt die Schnauze. Ich könnte ja auch auf B1 jetzt vorfahren. Nein, kannst du nicht. Ich mach's hier fair und ich schneide das so rein. Ich mach's auch. Oh mein Gott! Alter, was bist du für ein Spaß? Ja, ganz ehrlich, also. Alter, wäre mein Auto jetzt kaputt gegangen. Boah, Alter. Alter. Ich finde das so frech. Nein, fahr nicht so schnell. Einfach auf 4. Einfach auf 14 und jetzt auf 11. Also ganz ehrlich, Micha. Ja, ich bin. Den müsste man anzeigen. Nee, ich bin auf Platz 10. Micha, lass den mal anzeigen. Weil du gebremst hast, bin ich an dem vorbeigefahren. Du fährst an den allen vorbei. Du bist so ein Hurensohn. Weil du so gebremst hast. Ja, ich mach ich auch gern nochmal. Alter. Das nervt. Das ist richtig nervig. Ich kann da nichts dafür. In dieser Runde rein. Machen wir uns wieder. Ich hab so Angst. Wenn das Feld beschleunigt, denk daran, dass zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. In dieser Runde. Wenn du mein Auto kaputt machst, dann hasse ich dich. Ja, machst du das sowieso schon. Oh Mann. Jetzt fahren ein paar in die Box, lol.
Bitte fahr jetzt einfach nur nochmal, ja? Grüne Flagge. Ja. Oh. Warte, ich auch die ganze Zeit schon immer. Du hast ja dann gehackt. Ich kann euch nicht. Nein, ich wollte das ja gar nicht. Musste ja bremsen und so, weil du gebremst hast und alle haben gebremst und. Ich will einfach nur weg von dir. Ich will auch weg von dir. Yo, er macht Stroll kaputt. Hab ich auf Kamera. Ich will nur weg, deswegen mach ich das. Kommission! Hast du den Randstein gesehen, Micha? Nee, noch nicht, aber ich werde die Boxeneinfahrt garantiert mitnehmen. Wenn ich auf der Hast Stein du hier auch bin. Gesagt? Ja, es ging aber ja schneller, als ich gedacht habe, da rauszuscheiden in dem Rennen. Alter, dein erstes Überholen ist keine gute Idee, glaube ich. Ja, das stimmt. Ich muss zurückstecken. Hab ich DRS jetzt? Komm, gib mir DRS. Ach, das ist noch nicht freigegeben, ne? Scheiße. Nee. Also gegen Stroll, das Überholmanöver war natürlich ein bisschen heavy, aber ich wollte einfach von dir weg. Ich habe echt Angst. Ja, deswegen macht man Autos kaputt. Ich hab den nicht kaputt gemacht. Ich habe ihn nur ein bisschen weggedrängt, aber ziemlich hart halt. So, oh, die Fans klatschen für mich. Ja, ja. So ein unfairer Fahrer einfach. Alter, war das knapp. Ich werde ihm so. Alter, das war echt sauknapp. Oh, schön. Eigentlich würde man ein bisschen schneller fahren, ne? So. Meinst du es ironisch gerade, oder? Ich mach dir Druck, du musst nachziehen. Ja, stimmt, ich habe nämlich einen gelben Frontflügel jetzt. Der Penner, Alter. Wie er es wieder auf ihn schiebt. Aber. Gelb ist noch vollkommen okay für meine Punkte. Naja, aber der hätte nicht sein müssen, hätte mich einfach vorbeilassen können und der zieht einfach rein. Also, klar, mein. Ich hätte es auch nicht machen müssen, aber ich war halt deutlich schneller und ist voll vorbei. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Digga, dieses Klatschen triggert mich so. Jedes Mal, Alter. Bist du schon auf Platz 1? Nee, nee, 4. Siehst du doch, oder nicht? Noch. Noch siehst du es. Alter, Dreier Überholmanöver, was machen die hier? Wird knapp. Okay, scheiße! Alter, das war so knapp. Absolut RIP. Das habe ich zu riskant gemacht. Ja, so Jan macht keine riskanten Überholmanöver. Boah, da habe ich gerade so geschwitzt. Das war so knapp. Ich bin immerhin nicht in die Wand gefahren und wieder auf der Strecke. Aber ich bin jetzt direkt vor dir quasi. Ich sehe es. Ich habe 3 Sekunden oder 4 verloren. Ja, und ich habe einen kaputten Frontflügel, also alles gut. Jetzt kriegt der Wichser auch noch DRS hinter mir. Ja, ihr beide, Alter. Ja, aber. Oh, einer geht davon in die Box. Der Sektor ist für mich ziemlich Müll. Ich weiß nicht, ob ich ihn gestriffen habe oder ob er einfach so an die Box geht, keine Ahnung. Ja, in Runde 10 sollte man normalerweise gehen, also kann sein, dass es ein normaler Boxenstopp ist. Könnte sein. Aber ich bin schon ziemlich heftig reingegangen. Also ich glaube nicht, dass ich ihn getroffen habe. Aber boah, der will dich überholen. Ja, habe ich gesehen. Oh mein Gott.
muss ich natürlich vorbei. Ich wollte ihn eigentlich überholen, dann überholt er plötzlich dich und dann muss ich abbremsen. Ja, immerhin hast du abgebremst. Wäre ein Unfall passiert, aber ich bin ja ein fairer Fahrer. Ich stech nicht einfach so rein und mach andere Autos kaputt. Nee. So wie es Mike traditionell auf Silverstone macht. Oh Gott. Oh, Alter, das ist einfach gedreht. Das war aber nicht absichtlich. Du so, ja, Jan macht hier nicht mehr und... Doch, nee, doch, nee, doch, nee, doch, nee, ich hab das genau gesehen. Nee. Du hast den einfach weggeschoben. Das nehme ich nicht auf meine Kappe. Doch. Nee, definitiv nicht. Und dann noch die dreckige Lache. Aber ich nehme das trotzdem nicht auf meine Kappe. Ich glaube nicht, dass ich ihn weggerammt habe. Ich boah, bitte, komm Zuschauer, mir nicht betet zu nah, für meine Punkte. Komm mir nicht zu nah, sagt er, Mr. Ram Champion. Ja, genau deswegen. Boah, ich muss nur kurz hier erwähnen. Rennkommission, Gerichte, Polizei. Gericht. Alter, ist mir warm. Allein aus dem Grund würde ich dich schon wegrammen. Oh, Alter, deine Reifen gehen ein und dann mach ich dich von der Strecke weg. Ja, oh, was, wie viel Prozent hast du? Hast die schlechten Reifen. Ich hab das lang ersehnte Battle. Hast die schlechten Reifen. Aber hab ich auch nicht vor, also. Mann, genau wenn du vor mir bist, passieren auch solche Sachen. Ich hab die letzten 10 Jahre nie jemanden berührt. War nicht vor dir. Ja, hinter mir meine ich. Ich habe die letzten 10 Rennen nie jemanden berührt und genau jetzt, hier und heute, wo das ja, alles drauf ist. Ja, weil du traditionell alle wegrammst. Die Strecke ist auch scheiße. Ich will hier einfach gewinnen. Deswegen muss er ja nicht einfach jeden kaputt machen, um irgendwie noch Punkte zu bekommen. Ach, die Fresse, Mann. Ich habe ihn nicht mal berührt, wahrscheinlich. Doch. Nicht mal berührt. So, gelbe Flagge. Du solltest vielleicht gelbe, blaue war nicht. Ja, nee, bei dir ist immer gelb. Nicht ans Ziel. Ja, gleich. Lol, wie viele sind denn rausgeflogen? Also ich bin jetzt am ersten immer runter dran, das ist Grosjean mit Platz 15. Also es sind ja 5 Fahrer raus. Krass. Ich gar nichts mitgekriegt. Ja, was soll ich eigentlich nebenbei noch so machen? Also siehst du, er sagt mir gerade sogar, mit den Reifen braucht man sich keine Sorgen machen, alles sieht gut aus. Auf dem schlimmsten habe ich 40 und sonst habe ich so um die 30, 35 dazwischen irgendwie. Und das jetzt für 2-3 Runden noch, überhaupt kein Problem. So, es haut mal wieder alles hin, Benzin auf 0,02 und jetzt auf 0,00, ERS auch runtergefahren. Reifen top, 26 Punkte, Wahnsinn, es läuft echt gut, nice Saison. Boah. Bitte, ich will jetzt nicht entschieden über die Ziellinie, Hilfe. Bei Jan sieht's auch noch gut aus, alles gut. In seinem Alpha Tauri auch mal echt fette Punkte. Oh mein Gott, Punkte. Karierte Flagge, WTF. Applaus, so, congratulations, yes. Wirklich gut gemacht, Platz Jan. Platz 2, Silverstone, meine Strecke. Wieso bin ich nicht Fahrer des Tages? Komm. Egal, Punkte. Also auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch, sau, sau gut gemacht. Und so, jetzt will ich auf jeden Fall in dieser Folge noch vorbeigucken, auf welchem Platz ich denn insgesamt jetzt auf der Rangliste bin. Wenn es mal laden würde. Oh, Podium, da stehe ich auf Platz 2. Ja, da sprühen wir uns mal an. Play. Es müsste jetzt 5. Rennen oder so sein, dass ich jetzt gewonnen habe. Oder 6. Oh ja. 7. Ich weiß es nicht. Nein, nicht so viel, aber ein paar auf jeden Fall. Wir sprühen uns gegenseitig an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.